Die Ostschweizer Schafzüchter haben Angst um ihre Schafe. Dass Herden in der Ostschweiz angegriffen werden, ist ein neues Phänomen. Ja, das löst natürlich grosse Besorgnis aus. Jetzt ist die Zümmerungszeit vorbei, der Alpsommer ist vorbei. Die Schafe sind wieder auf dem Heimbetrieb und jetzt haben wir schon Riss im Talgebiet und in Siedlungsnähe. Er selber schützt seine Schafe aber so gut, wie es geht. Mit Schafnetz, wo man elektrisch laden kann. Oder es gibt auch Betriebe, die haben Herdenschutzhunde. Aber das ist natürlich, birgt Konflikt mit, vor allem mit Wanderern, mit Bikern oder mit den Nachbarn, die es nicht so lustig finden, wenn die Hunde in der Nacht bellen. Das sind Konflikte, wo niemand bereit ist, um die Konsequenzen schlussendlich zu tragen. Aber auch mit elektrischen Hägen und Herdenschutzhunden Angriff gäbe es trotzdem. Ja, um die Herde 100%ig schützen vor einem Wolf, wäre es best, keinen Wolf zu haben. Aber das ist, sehen wir auch, dass das nicht realistisch ist. Aber der Entscheid von der Politik, der letzte Woche gefällt worden ist, von der Grossen Kammer, den wir unterstützen. Die Rede ist vom Vorstoss im Nationalrat, dass Wölfe künftig wieder dürfen abgeschossen werden. Gegen die Lockerung des Wolfschutzes ist der Präsident der Gruppe Wolf Schweiz. Ja, ich finde das nicht gut und es ist vor allem keine Lösung. Gerade solche Tiere, wir haben so vermutlich mit einem männlichen Jungtier zu tun, das grossräumig umherwandert. Bei diesen Tieren, die wird es immer geben, die wird es immer einen bejagten Bestand geben. Und wenn man so einen Bestand bejagt, die Tiere, die reissen trotzdem ungeschützte Nutztiere, wenn die verfügbar sind. Dass Schutzmassnahmen zu wenig wirken, bestreitet er. Schutzmassnahmen werden zum Teil nicht richtig eingerichtet. Das sei das Problem. Eine kleine Minderheit der Härte ist bis jetzt geschützt. Auch die meisten Zäune, die verwendet werden, sind nicht Schutzzäune. Und das ist auch der Mehraufwand für die Nutztierhalter, die Umstellung. Es ist ein finanzieller Mehraufwand, es ist arbeitstechnischer Mehraufwand. Und das sorgt natürlich für einen gewissen Unmut. Was das Parlament jetzt in Sachen Wolfschutz entscheidet, dürfte nach dem neuesten Schafsriss also auch in der Ostschweiz für eine feurige Debatte sorgen.